Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Fort Hagen oder Hagen betreten und haben ordentlich auf die Fresse bekommen und ordentlich auf die Fresse gegeben. Ja, sind Roboter, alles stellt sich hier gegen uns, bis auf Nick, der ist ein guter Roboter. Und ja, wir gucken mal Sieh da, weiter. mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Okay. Ich glaube, wir haben den Typen gefunden. Allem das Ding macht noch nicht mal viel Schaden, ey. Ja, haben wir's. Gut. Soll ich ihn da bitte schön entschärfen können? Aber dann war echt viele Impulssachen, den wir töten können. Und hier sind immer unnötig irgendwelche Dinger verschlossen. Buah, buah, buah. Wow. Geschafft. Gleisbolzen. Okay. Munition für eine Waffe, die ich noch nicht habe. Offensichtlich. Ja, wo ist mein aufbereitetes Wasser? Hab ich gar nicht viel, okay. Ja, die werde ich, glaube ich, benutzen bald. Ich habe jetzt nicht so viele Sachen, als dass ich jetzt hier solchen Dingern um mich werfen kann. Ein paar Splittergranaten, ne? Wir die erstmal verballern. Davon haben wir auch nicht mehr viele. Sollte nicht lang dauern. Komm her. Komm von nahe, mich kriegst du nicht. Du kriegst mich sowas von. Ah! Als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Eigentlich irgendetwas, was 556er Munition verbraucht. Ich glaube Tut nicht, ich mir habe gar leid, dass keinen. dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Nein. Kommandozentrale Fort Hagen, okay. Lass mich raten, du bist ein Roboter, ne? Du befähigst Synths, also ja. Irgendwie so, oder du bist ein Synth, kann auch sein. Man sieht es den ja nicht an, ne? Also einigen neueren Modellen. Von der Railroad, die waren ja auch ein paar davon, ich glaube, ne, die meisten davon sind sogar Synths, ne? Von denen sieht man es auch nicht an. So. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Zehn Minuten sind viel Ich hätte besser. dir gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Ja, falsch gedacht. Den War das? Hintern. Da. Also er ballert schon auf mich und ich krieg einen Schleichangriff. Was? Wir weg. Oh, kann ich irgendwie einstellen, die sich im Kampf irgendwie anders nehmen? Ich meine, da kann ich sowieso nicht folgen, aber trotzdem. Hier mir so auf den Nerven. Diese künstliche Intelligenz von Begleitern. Immer nur strunzdämlich. So ist der Typ mit dem Schlagstock. Ist der eine? Ist doch gerade einer. Was, so nah war der?
Was? Twilight. Vielleicht nach Minen ausschalten. Hallo 3, wo ist denn der? Aha. Da hinten. Mein Gott. Die sah nicht so weit entfernt aus. Okay. Gut, na. Du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier dann erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Die Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Oder das Kissen nicht mitnehmen. Narzissten-Sonnenbrille. Mag Sonnenbrillen. Ach ja. Ha. Experte, ach, habe ich sogar. Das könnte jetzt nervig werden. Potions. Ich gerade einfach keine Lust, eine Stunde dran zu sitzen. Learning perfekt. Ist immer so weit. Ich dachte, das ist nur für Dingens. Für Informationen oder so. Mal speichern. Da kommt wieder einer und one-shottet mich. Hauptsache, so ein Tor ist nur Einsteiger, ne? Das wär's. Oh, so kurz vorm Level Up. Oh, geil. Raider-Rüstung. Harnisch. Schlecht sind meine Sachen. Harnisch. Ja, ein Punkt, ja. Ja. Dafür die ganzen Bonus dann noch. Hier Schaden durch was weiß ich und so. Reduziert und was weiß ich. So, von da, ne? Oder? Ich soll da hingehen, dann gehen wir hier lang. Nichts. Das Brettspiel, ne? So, das ist wichtig für einige Leute. So. Hi, na? Auch hier? So. Was ist das? Ja, da muss ich aber selber schuld, Valentine. Das letzte Mal unterschätzt. Zurück zum Bett retten und mich heilen, aber ich habe, wie viel Stimpacks ich habe. Schon muss da irgendwas sein. Ich kann mir die Schreibmaschine und die Telefone mitnehmen, aber wer hat vertagt? Wo hättest du schon wieder hin? Auf irgendwo hinzurennen. Fusionskern, ja. Soll echt meine Powerrüstung mal einsetzen. Denk dran, Kellogg ist ein Profi. Das wird kein Kinderspiel.
Ach was. Schön mit gezogener Waffe. Man hört ja schon. Sagt mir, wo mein Sohn ist. Schön. Also kurz vorm Level Up. Kann ich direkt so zweiter Punkte hier. Oh geil. Benutzen. Ja, wie sehr ich gespart habe für Level 18. Was ist denn hier schon? Jetzt sieht schon wieder so einer. Schon, irgendjemand wird mir doch bestimmt hier ein Level Up noch geben. Niemand. Sonst sind ja auch immer 1 Milliarde Gegner. Look at Cherry. Die lagere ich irgendwie alle ein. Ich weiß gar nicht, was die machen. Sollte ich mir mal angucken. Hallo, Energiewaffenwackelpuppe. Ausgezeichnet. Friedliche Lösung erreicht man durch Überlegung folgt aktuell Dauer plus 25 kritischen Schaden mit Energiewaffen. Warum immer kritischen Schaden? Warum nicht normalen Schaden? Und immer kritischen Schaden. Ich vergesse meistens meinen kritischen Schaden einzusetzen. Müssen sie vernichtet werden. Wo kommst du auf einmal her? Ganz ehrlich. Warte hier. Ja, puff. Au. Puff. Da kommt er mitten aus dem Nichts. Wie er jedes Mal einen Kommentar ablässt. Ich finde das so geil. Wo willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte, man macht einen anderen Angriff. Direktive Sigma Omikron. Mann, bleib hier! Komm her. Uff! 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 So, endlich. So, von wo kamen die bitte schon wieder? Was hast du wieder gemacht, Valentine? So, jetzt erstmal Punkte verteilen. Wir haben jetzt eine ganze Auswahl, ja. Zum Beispiel hat hier Stimpak stellen 25% der verlorenen Gesundheit wieder her. Da könnte zum Beispiel nützlich werden. Ich will erstmal das hier nehmen, Schloss knacken. Jetzt kann ich alle Schlösser öffnen. Und das letzte, das kann man uns sparen, weil das verhindert nur etwa Dingens hier. So, jetzt noch Schaden. Resistenz ein bisschen erhöhen. Bams. Wenn wir aushalten und das Stimpaks mehr heilen, würde ich sagen, ne? Ja. So. Jetzt sind wir um einiges stärker. Hoffe ich. So. Ja, jetzt gut, dass wir alles öffnen können. Also ich kann zu einigen Orten zurückgehen, wo wir so Meisterschluss hatten. Ja. Und ich hoffe, es lohnt sich dann auch. Ich mal irgendwann nachgucken, was für Schlösser hier noch. Im Vault zum Beispiel, im Vault 111 waren einige Sachen. Ja, war eine Kiste, war irgendeine Waffe oder so, die ich öffnen konnte. Und der setzt sich erstmal hin. Und die können wir uns jetzt holen. Hallo. Okay, cool. Passwort zur Waffenkammer. So. Für Dings habe ich jetzt. 88, okay. Ich glaube, so was gibt es auch für Dingens, für Strahlen. Nicht Strahlen, Energieschaden. Ne?
man da weniger irgendwie Schaden bekommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch noch nehmen soll. Was ich auf jeden Fall mal machen werde, ist die ganzen Drogen und so zu verkaufen, bis auf 3, 4 oder so. Wo kommt? Die Spur verloren. Ah, echt? Was ist das? Ah, ich kann mich jetzt voll heilen mit dem Ding. Ich tue nur immer so langsam. Tu so langsam ein, das nervt. Uff! Uff! Tja, wenn es ihre Zerstörung ist unvermeidbar. Verdammt! Was? Rüstung? Mal die mal mit. Deine Rüstung an. Warte mal, hier sind Betten. Da. Nur ganz Dimfack verbrauchen, wenn ich hier pennen kann, hallo? So, könnt ihr mir mal sagen, wo ihr alle immer herkommt? Ach, wart. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Okay, hier ist das. Ich denke mal, ich muss nicht dahin, ne? Trotzdem muss ich das hier neu finden. Ja, kein Schloss ist vor mir sicher. Jetzt. Cool. Geile Waffenkammer mit Redex und Haarklammern und Stimpaks. Irgendwie mit so einem Fatman oder so gerechnet. Was bist du denn? Komm her. Ams. Wie schön. Ja, das ist doch mal was. Laserpistole. Wenn wir das hier überleben, schulde ich dir einen Drink. Da war eigentlich ein Witz, aber okay. Hallo Fatman. Da? Laserpistole, ich habe ein Lasergewehr, ne? Jetzt muss ich ein paar Sachen hier wegwerfen, verdammt. Oh, will eigentlich nicht. Ich habe einen Fatman, geil, ne? Weiß ich nicht. Ja, Superkleber, der 0,1 tut er hier verbrauchen. Ich werde schon irgendwo noch mal so welche finden, ne? Guck mal, was mein Fatman an. Ja, wie viele Dinger habe ich? 8. Ja, wenn ich so weit von einsetzen, wenn ich in der Klemme stecke. Ich glaube, ich brauche meine Raketenwerfer gar nicht mehr. So. Der wiegt auch wieder eine Tonne. Den kann ich auch nicht mitnehmen hier. First. Bams. Turmsteuerung auch perfekt. Warum haben die abgeschaltet? Hm.
Oh Mann, ihn den deaktiviert. Hier ein Turm. So. Okay. Hallo, wo ist Handbuch für wertdeckte Einsätze? Ja. Okay, geil. Wird immer besser beim Schleichen. Immer und immer besser. Sind ja ein Turm. Natürlich so eine Präsidentenähnliche Tür. Ja, 50. Hm. Ich habe noch mal eine Waffe, die Kaliber 50 oder so verschießt. Ich habe eigentlich schon genug Waffen jetzt. Aber trotzdem. Da müssen wir rein. Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Also er hat den Raum noch nicht mal betreten, ne? Hier ist eine Toilette. Meine Zeit da zu verschwenden. Geschafft. Zigaretten in der Dusche. Boah, der hockt sich direkt wieder hin, ey. Eine Sekunde, ne? Hast ihn aus den Augen. Der legt sich direkt wieder flach hin. So. Bedien mich mal gerne, wenn du irgendwie einen Raum entfernt bist. Cool. Boah. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Boah. Und den seine Sins tun mir nichts, ne? Wird mir ein bisschen schwer zu glauben, nachdem ich irgendwie 10.000 von denen hier abgeschossen haben. Aber okay. Wie immer du sagst. Ach, jetzt sind wir hier. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte immer, das wäre ich. Hi, verschwinde. Das hier wird keine friedliche Lösung. Du hast einen langen Weg. Ergeben, ne? Schieß los. Du psychopathischer Mörder und Entführer. Gib mir schon! Sofort! Also gleich ran an den Speck, was? Na, gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Dann bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm? Als könnte ich das, den du nicht wollte. Kapierst es nicht? Dein Sohn ist an einem Ort, wo ihn niemand erreicht. Sean ist sicher in seinem Zuhause, im Institut. Also wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt.
Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Keine Gnade, sarkastisch. Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Greife Menschen an. Okay. Ja, ja. Du! Weißt du, ja, ich bin tot, glaube ich, ne? Ich geh weg! Oh. Es war ja so klar, das hat beim ersten Mal wieder nicht geklappt. Ey, jetzt kann ich mir das ganze Gespräch nochmal anhören. Das nervt immer so. Also, ein Kampf mal ohne in Lebensgefahr zu sein, ne? Boah. So. Unverwüstlichster Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Wo ist mein Sohn? In Ordnung. Sean ist ein guter. Verdammt, du verfickter Söldner. Wie sagt man so schön? So nah, aber keine Angst. So, das Institut. Das ist Kampfgeist. Ich weiß zu schätzen, dass du versuchst, ein guter Vater zu sein. Aber wir haben jetzt lange genug. Du weißt, dass ich das bin, Kellogg. Ja, friss das. Boah, du Typ schon wieder, ne? Da ist ein Schraubenschlüssel vorbeigeflogen. Und... Bams. Du bist tot, oder? Alter, das ist schon wieder der Schaden, ne? Warum kommt jemand von hinten, ey? Hinter mir war doch keiner. Oh, das ist ein Dreck, ey. Boah. Da ist er. Nochmal das ganze Gespräch. Lustig. Ich dachte mir, das wäre. Bla bla bla. Du psychopathischer Mörder. Also gleich ran. Dein Sohn. Aber wenn du auf ein. Sag mir, wo er ist. Okay. Sean ist in ein... So. Ich weiß zu shit, aber wir haben jetzt... Du weißt, dass ich das bin, Kellogg. Hallo. So. Was ist das? Natürlich ist er noch nicht tot. Wo bist du? Komm her. Der macht sich unsichtbar, was? Papi, da kommt wieder einer von hinten, ne? Ja. Ich darf unsichtbar zu machen. Was hast du noch so drauf? Ist klug, der kann sich jetzt. Ich kann jetzt kein VATS benutzen, weil er unsichtbar ist. Ach, Mann. Na, komm mal her. Wo bist du? Mit der Krise, komm mal her. Nein, Mann.
Oh. Nein, ich habe einen kritischen Treffer und ich benutze ihn nicht. Ah, komm her. Der heilt sich auch hoch. Willst du mich verarschen? Komm, verreck jetzt endlich. Ich weiß, es ist höchster Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem. Ja. Endlich. Gute Arbeit. Dieser Mistkerl wird niemandem mehr was tun. Wir sollten uns umsehen, uns alle Infos sichern, die es hier gibt. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Okay. Ah, ehrlich. So. Werde erstmal fertig. Ich mache ja einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.